Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Bleibt auch immer schön fair. Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr fleißig seid in den Kommentaren. Ansonsten viel Spaß beim Video. Bedenkt, das ist nur eine Prognose. Wegen der englischen Woche ist das ja extrem kurz geraten dieses Mal, aber so ist es nun mal. Los geht's mit Duisburg gegen Darmstadt. Viel Spaß dabei und los geht's. Beim VfL Bochum musste der MSV Duisburg die nächste Niederlage hinnehmen und man steht weiter tief unten drin. Darmstadt hingegen konnte gegen den FC St. Pauli das Spiel sehr spät drehen und am Ende noch mit 2:1 gewinnen. Die erste Möglichkeit gehört ja auch den Gästen durch. Tim Rieler, den Rechtsverteidiger mit der Nummer 40, setzt den Kopfball etwas zu hoch ran und kann nach 8 Minuten noch nicht das 1:0 erzielen für die Gäste. Aber die Lilien blieben dran und bekamen dann auch den Strafstoß. Boomheuer gegen Serdar Dursun stellt sich ungeschickt an und dann eben die Chance aus 11 Metern für Serdar Dursun. Der tritt selber an und tritt den Ball nach 32 Minuten am Kasten vorbei. Er hatte das entscheidende 2:1 gegen die Braun-Weißen erzielt am Dienstag und jetzt versemmelt er diese Möglichkeit. Und direkt im Gegenzug dann der MSV auch mal. Fröde von Nielsen weitergeleitet. Giau und Stoppelkamp in der Mitte zu frei. 1:0 für Duisburg. Erstes Saisontor für Moritz Stoppelkamp. Der ist überhaupt noch nicht angekommen in dieser Zweitligasaison. Und jetzt macht er am 20. Spieltag seinen ersten Treffer. Und das ist bitter für Darmstadt, die bis dato schon die besten Möglichkeiten hatten, um das Spiel für sich in die richtigen Bahnen zu lenken. Im zweiten Durchgang dann etwas besserer Start der Zebras. Fröde nach 55 Spielminuten setzt mit dem linken Fuß den Ball aber doch deutlich am Kasten vorbei. Darmstadt brachte nicht mehr so viel nach vorne, aber diese Möglichkeit hier bekam sie. Dursu nochmal, aber Boomheuer war dazwischen und verhinderte Schlimmeres. Im Gegensatz zum Spiel gegen den FC St. Pauli konnte Darmstadt jetzt aber nicht nochmal wirklich in der Schlussphase zulegen. Stattdessen nochmal die Möglichkeit für Duisburg, das hier frühzeitig zu entscheiden. Viertelstunde vor dem Ende. Der Kopfball von Fröde, aber die Parade von Heuer Fernandes. Es machte aber nichts mehr, da Darmstadt eben nicht mehr gefährlich nach vorne kam. Der MSV Duisburg kann doch noch gewinnen. Sieg durch das Tor von Stoppelkamp in der 35. Minute gegen Darmstadt mit 1:0. Die zwei Sieger des vergangenen Spieltages trafen am Freitagabend aufeinander. Der FC Ingolstadt empfing im Audi Sportpark den ersten FC Magdeburg, der die erste Partie zu Hause gewinnen konnte in der Zweitliga-Historie. In der 4. Minute musste Loria das erste Mal hier eingreifen. Super Parade aus kürzester Distanz gegen Almor Cohen. Das 1:0 wäre hier schon drin gewesen. Und weiterhin die Schanzer, die bessere Mannschaft. Kittel auf den zweiten Pfosten gespielt. Da ist dann Thomas Pledel in der 17. Spielminute, der den Ball dann aber am Kasten vorbeisetzt. So dass der neue Magdeburger Keeper nicht eingreifen muss. Und wieder die Schanzer. Pledel mit der Flanke in der Mitte, kann Preisinger nicht klären, sondern wehrt direkt vor die Füße von Christian Tresch ab. Aber der semmelt den Ball dann weit über den Kasten hinweg. Wir springen in den zweiten Durchgang. Jetzt wurde das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. La Prévot mit der Flanke. Christian Beck fordert Philipp Schauner. Schröck kann das Ganze dann klären. Und Magdeburg wurde jetzt richtig stark und sie spielten weiter. Keine 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang und Charles-Élie La Prévot macht das 1:0 für die Gäste. Super platzierter Kopfball. Der hat noch Zwirbel drauf und dann geht er rein und jetzt konnten auch die Gäste das Spiel vom eigenen Tor weiterhin fernhalten und sie hatten beste Möglichkeiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Türpitz gegen Schauner und dann nochmal die Magdeburger. Von Ingolstadt kam gar nichts mehr. Die waren hier auf dem Boden der Tatsachen angekommen nach dem 1:0 gegen Fürth. Mavrei mit dem Fehler, aber Christian Beck kann es nicht ausnutzen. Schauner hält den Ball fest. Aber die Partie endet so mit 0:1. Der zweite Durchgang komplett anders. Und so geht dieses 1:0 für die Gäste aus Magdeburg auch durchaus in Ordnung. Einen hart umkämpften, aber absolut verdienten Sieg zog der HSV am vergangenen Mittwoch gegen den SV Sandhausen ein. 2:1 stand es da am Ende. Aber das Spektakel von Bielefeld gegen Dresden hinterließ doch auch Eindruck. Die ersten Möglichkeiten hier gehörten aber den Gästen, dem Favoriten aus Hamburg,
Bakary hat da hier aus Spitzenwinkel, kommt da nicht mehr durch. Aber der HSV war klar besser. Das ist Pierre-Michel Lasogga. Super zurückgelegt auf Evren Hunt. Und der macht in der 19. Spielminute das 1:0. Fünftes Saisontor für ihn. Wurde ja nur eingewechselt gegen Sandhausen. Machte hier den ersten Treffer der Partie. Und der HSV wollte noch ein drauflegen vor der Pause. Bakary hat da gegen Ortega Moreno. Hier stand er aber auch im Abseits. Trug hier eine leichte Blessur am Knöchel davon wegen eines Fouls vorm 1:0, aber das konnte er dann wegstecken. Zweiter Durchgang, dann plötzlich Nils Seufert auf Fabian Klos und es war der Ausgleich da. Siebtes Saisontor für den Goalgetter. Er war maßgeblich daran beteiligt, das Spiel gegen Dresden noch drehen zu können, aber der HSV war besser und blieb weiterhin dran. Wieder Jatta, super Partie des Linksaußen. Super Direktabnahme, Ortega hält den Ball, aber nochmal der HSV, sie blieben dran und Bielefeld kann die Situation hier nicht klären. Mangala auf Naray und Evren Hunt gegen Harzherz, Evren Hunt gegen Ortega Moreno und jetzt macht er das Ding. Doppelpack von Evren Hunt, beide Dinger mit dem rechten Fuß, das ist man von ihm nicht gewöhnt, aber er trifft nun mal perfekt beide Situationen den Ball. Der HSV gewinnt mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Das geht auch über den Spielverlauf absolut in Ordnung. Dynamo Dresden konnte in der 11. Spielminute durch den Treffer von Moussa Kone in Führung gehen. Erst traf er die Latte, im Nachschuss war er dann erfolgreich, auch wenn er dabei ebenfalls die Latte traf. Der war nicht so einfach zu nehmen. Die Führung für die Gäste hielt aber nicht sonderlich lange. In der 19. Spielminute konnte Robert Glatzel dann sogar ausgleichen. Aus extrem Spitzenwinkel kriegt er den Ball da rein. Unglückliche Situation, aber der war dann eben auch frech geschossen. Dresden hatte dann aber die Möglichkeit, im zweiten Durchgang wieder auf Führung zu stellen. Kone wurde von Teuerkauf gefoult, der da viel zu spät kam. Den Elfmeter hielt aber Kevin Müller und so blieb es am Ende bei diesem 1:1. Der SC Paderborn empfing die Spielvereinigung Greuther Fürth und die erste Möglichkeit gehörte hier den Gästen. Wittek legte sich den Ball zurecht und bringt ihn auf den Elfmeterpunkt und Magyar kommt daran. Ein extrem unglückliches Spiel hatte Fürth gegen Ingolstadt. Seguin und Maloka beide gesperrt und am Ende verlor man dieses Krisenduell sogar mit 0:1. Und die Gäste blieben hier aber weiterhin dran. Viertelstunde gespielt, Wittek wieder mit der Flanke, Keita-Ruel viel zu frei. 1:0 für die Gäste, 15. Spielminute, hochverdient in dieser Phase der Partie. Zingerle kann nichts mehr machen, aber der SC Paderborn ließ das nicht lange auf sich sitzen. Das ist Gay, legt raus auf Antwi RJ, der wird nicht richtig angegangen und macht den Ausgleichstreffer in der 27. Spielminute. Sein zweites Saisontor, den hängt da oben rein und das für Burchard relativ wenig zu machen. Halbe Stunde gespielt, wieder Greuther Fürth. Keita-Ruel steckt durch auf David Atanga. 2:1 und so schnell ging's, so schnell stand es wieder in Führung für die Gäste von Greuther Fürth. Wieder nichts zu machen für Zingerle, aber der SC Paderborn ist für Spektakel bekannt. Nach dem 2:0 gegen Regensburg, nach der Niederlage wollte man es hier besser machen. Hier trifft Antwi Ajay den Ball aber nicht richtig, doch sie blieben dran. Der Sportclub aus Paderborn hätte sich den Treffer verdient. Collins mit der Flanke, Burchardt mit dem Fehler und Tepezay passt auf. 8. Saisontor, 84. Spielminute, 2:2, weil sich Burchardt den fast selbst einschenkt. Absolut unglückliche Situation des Routinier. Aber Greuther Fürth kam jetzt auch nochmal nach vorne. Wir sind in der absoluten Schlussphase. Sauer spielt den Ball auf Jeckel. Der wird nicht richtig angegangen. Atanga, Jeckel. Aber Zingerle hält und hält auch dieses 2:2 fest. Eine unterhaltsame Partie endet leistungsgerecht mit 2:2. Und damit wird der SC Paderborn sicherlich am Ende deutlich besser leben können. Holstein Kiel konnte durch Johannes van den Berg in der 23. Spielminute in Führung gehen. Der hatte noch eine Riesenmöglichkeit gegen Heidenheim zuletzt liegen gelassen mit seinem rechten Fuß. Jetzt mit links macht er das Ding rein. Penke kann sich nicht mehr schnell genug nach dem Ball strecken. In der 3. Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erzielte Kingsley Schindler das 2:0. Absoluter Hammer, direkt unter das Dach des Tores. Da konnte Penke diesmal gar nichts machen. Und die Entscheidung, das 3:0, ebenfalls von Kingsley Schindler in der 68. Spielminute, clever rübergelegt.
von Jani Serra. Und so geht diese Partie am Ende 3:0 aus. Regensburg hatte an diesem Tag keine Chance. Die Kieler Störche waren einfach übermächtig. Andrew Wooten erzielte hier gegen den VfL Bochum in der 29. Spielminute durch einen Fehler der Bochumer Hintermannschaft das 1:0. Das hat Jamra nicht unbedingt clever gemacht in dieser Situation. Lässt sich den Ball abluchsen und dann ist für Riemann nichts mehr zu halten. Ja, Ex-Sandhäuser, 39. Spielminute. Danilo Soares aber mit dem Ausgleich. Hämmert den Ball ins kurze Eck. Sieht auch nicht so ganz glücklich aus, aber der war wirklich mit extremer Wucht geschossen. Bochum konnte das Ganze sogar drehen. 54. Spielminute. Simon Zoller mit dem 2:1. Das bedeutete auch das Endresultat. Damit startet Bochum ins Jahr 2019 mit 2:1 Siegen. Und das geht so absolut auch in Ordnung. Die Frage nach der Pleite gegen den 1. FC Union Berlin für den 1. FC Köln war es jetzt, wie man darauf reagieren konnte. Die Geißböcke starteten ja aber gut in die Partie rein und konnten auch das Spielgeschehen übernehmen. Terodde konnte dann auch in der 18. Spielminute das hochverdiente 1:0 erzielen. Der FC Erzgebirge Aue in der Defensive nicht sattelfest. Sie hatten ja verloren gegen den 1. FC Magdeburg. Dann konnten sie sich nach vorne auch mal zu Wort melden. In der 33. Spielminute war das Calogero Rizzuto mit dem Abschluss, der aber nicht wirklich gefährlich werden konnte. Und dann am Kasten doch deutlich vorbeiging. Stattdessen vor der Pause nochmal ein Standard für den 1. FC Köln. Auf den kurzen Pfosten getreten Simon Terodde und 2:0, 45. 24. Saisontor. Mennel sieht nicht ganz glücklich aus, aber als er an den Ball kommt, war der Ball auch schon im Kasten drin. Dann der zweite Durchgang. Drexler hätte es schon in der 52. Minute entscheiden können, aber da hatte Torwart-Routinier Martin Mennel etwas dagegen, streckte sich und holte den Ball raus und vermied so das 0:3. Dann tatsächlich auch mal der FC Erzgebirge. Rizzuto legt in die Mitte und da ist Hochscheid. 68. vierte Saisontor für ihn und plötzlich war die Hoffnung zurückgekehrt. Wie aus dem Nichts war die Partie wieder offen, zumindest ergebnistechnisch. Köln wollte aber nichts mehr anbrennen lassen. Keins auf Simon Terodde, Dreierpack. An so einem Tag wie heute macht er so einen mit links, beziehungsweise natürlich mit rechts. 25. Saisontor, Dreierpack für Simon Terodde. Aber auch die Defensive bei Köln war jetzt etwas unaufgeräumt. Emmanuel Joa machte in der 86. noch das 2:3, sein drittes Saisontor vom Mann, der im Sommer aus Osnabrück gekommen ist. Aber das machte nichts mehr. Aue verliert hier mit 2:3, das ist auch in Ordnung so. Der 1. FC Köln war besser, kassiert trotzdem zwei Gegentore. Darüber dürfte Anfang nicht wirklich zufrieden und glücklich sein, aber am Ende steht der Sieg und das ist erstmal das ausschlaggebende Kriterium. Topspiel am Millerntor. Der FC St. Pauli verlor gegen Darmstadt 2:1 und so wurde man vom 1. FC Union Berlin vom dritten Platz verdrängt. Die erste Halbmöglichkeit gehört hier den Gastgebern. Christopher Buchtmann ist das aber kein Problem für Gikiewicz. Beide Teams mussten kreativ werden. Auf beiden Seiten fielen drei Spieler aus, teilweise gesperrt, teilweise verletzt. Unter anderem Diamantakos nicht dabei beim FC St. Pauli. Dafür in der Startaufstellung Alex Meyer. Die beste Möglichkeit bis dato gehörte aber Suleyman Abdullahi auf Seiten des 1. FC Union Berlin. 34. Spielminute, Eckstoß, das ist Andersson und dann kriegt's Knoll nicht geklärt, köpft den Ball Friedrich vor die Füße und es stand 0:1. Erstes Saisontor für den Innenverteidiger, da ist da nichts mehr zu verändern und im zweiten Durchgang ging's noch besser weiter. Suleyman Abdullahi, 49. Der zweite Durchgang hatte gerade erst angefangen. Und es war dann der doppelte Rückstand für den FC St. Pauli. Jetzt konnten sie aber durch Waldemar Sobotta in der 56. wieder anschließen. Der Pole mit seinem ersten Saisontor profitierte davon, dass Rio Miyagi leichte Probleme am Bein hatte. Und jetzt war St. Pauli wieder richtig im Spiel. Und zwar so durch Alex Meyer. 59. Spielminute und das ist ein Tor, wie es wohl kaum einer
in der zweiten Bundesliga neben ihm schießen könnte. Super Abnahme, 2:2 und das Spiel war jetzt auf den Kopf gestellt. Daniel Buballa mit der nächsten Flanke, da ist Buchtmann, köpft vor die Füße von Alex Meyer. Er schaut sich noch um, aber es war kein Abseits. Laut des Schiedsrichtergespanns, 3:2, die Partie war plötzlich gedreht. 10 Minuten vor Schluss nochmal der FC Union Berlin, die letzte Möglichkeit, die sie hatten, vergaben sie aber hier in Person von Sebastian Andersson. Ein absolut spektakuläres Spiel, das auch durchaus unentschieden hätte zu Ende gehen können. Aber Alex Meyer, Fußballgott, ist zurückgekehrt. St. Pauli gewinnt mit 3:2. Der Auftakt in 2019 ist dem 1. FC Kaiserslautern schon mal gelungen. Sie gewann 2:0 zu Hause gegen Groß Asbach in einer sehr souverän geführten Partie. Gegen Preußen Münster, die zuletzt 0:0 gegen Jena spielten, wurde es jetzt am Freitagabend zum Auftakt in den 22. Spieltag keine ganz einfache Aufgabe. Auch wenn die Preußen nicht die beste ihrer Saison spielen. Sie stehen auf Platz 7 in der Tabelle und das darf man nicht unterschätzen. Und so hatten auch die Gastgeber ihre Möglichkeiten. Super Chance in der 19. Spielminute hier, jedoch wird nur der Pfosten getroffen. Dann wieder Kaiserslautern nach einem Eckstoß mal gefährlich. Wir sind in der 39. Minute, das Özdemir Kühlwetter steht dann richtig und haut den Ball aus 11 Metern rein. 5. Saisontor für Christian Kühlwetter. Da kommt jede Hilfe zu spät und die Führung für die Gäste zur Pause. Im zweiten Durchgang wollten sie dann gleich einen drauflegen. Schad über die rechte Seite, die Flanke ist gar nicht schlecht und um ein Haar kommt Timmy Thiele daran, ist aber ein Schritt zu spät. Schulze Nihus begräbt den Ball dann unter sich. Stunde knapp gespielt, weiterhin wollten es die Roten Teufel dann entscheiden. Timmy Thiele trifft nur das Aluminium, Pech in der Situation. Schulze Nihus hämmert sich den Ball dann fast selbst rein. Im Nachgang hat Glück, dass der nur zum Eckball geht. Von Preußen Münster kam dann im zweiten Durchgang deutlich zu wenig und der 1. FC Kaiserslautern konnte es jetzt nach und nach weiter vom eigenen Tor fernhalten und mit diesem Tor dann auch die Entscheidung herbeiführen. Christoph Hemmlein in der 71. Spielminute. Super Dropkick hier. Und damit war die Partie entschieden. Kaiserslautern gewinnt zum Auftakt in den 22. Spieltag mit 2:0. Absolut verdient im Preußenstadion. Der VfR Aalen hatte, nachdem das Spiel gegen Unterhaching abgesagt wurde, scheinbar richtig Lust auf die Partie gegen die Würzburger Kickers. Nikola Sessa in der 14. Spielminute erzielte hier traumhaft das 1:0 gegen Würzburg, die ja 3:0 gegen KfC Uerdingen gewinnen konnten. Daran konnten sie dann in der 46. auch anknüpfen. Dave Gnase hatte ja auch gegen Uerdingen getroffen, erzielte hier in der 46. Spielminute, also in der ersten Minute der Nachspielzeit, noch den 1:1 Ausgleichstreffer. Dennoch konnte Aalen wieder in Führung gehen. Matthias Morris erzielte in der 72. Spielminute das 2:1. Das war am Ende auch das Endergebnis. Der VfR Aalen erkämpft sich hier in Dreier auf des Gegners Platzes, auch wenn Würzburg durchaus den Sieg mehr verdient gehabt hätte. Beim Spiel Meppen gegen KfC Uerdingen gab es am Ende der Partie keine Tore, auch wenn KfC Uerdingen unter neuem Trainer die besten Möglichkeiten hatte. Hier unter anderem eine Chance von Manuel Konrad, die er unglaublich versiebte, der muss sitzen, aber es läuft aktuell nicht so ganz rund bei den Würzburger Kickers. Beziehungsweise beim Spiel gegen die Würzburger Kickers konnte man das sehen. Auch hier der Schuss von Manuel Konrad ging daneben. So geht Meppen gegen KfC Uerdingen am Ende 0:0 torlos vorbei. Der Tabellenführer zu Gast an der Grünwalder Straße und gegen 1860 München waren sie jetzt gefordert, den nächsten Dreier einzufahren, die 44 Punkte noch weiter auszubauen. 5. Spielminute, die erste Möglichkeit gehört hier auch den Gästen. Benjamin Gürt mit dem Kopfball hatte ja das entscheidende 1:0 gegen Meppen erzielen können, wurde hier auf der Linie aber noch abgewehrt. Trotzdem eine tolle Partie weiterhin der Osnabrücker. Flanke von Haider am zweiten Pfosten ist Uahim. Mit dem Seitfallzieher trifft er dann auch gar nicht ganz verkehrt, aber der Ball fliegt dann am Winkel vorbei. Und im ersten Durchgang blieben die Osnabrücker weiter dran, von 1860 fast gar nicht zu sehen. Faruna Polido mit der Flanke und da ist David Blacher,
in der 39. mit dem 1:0 hochverdient. Für die Gäste jetzt die Führung. Zweites Saisontor für David Blacher. Und der TSV musste sich für den zweiten Durchgang jetzt etwas einfallen lassen. Ansonsten könnte es noch echt schmerzhaft werden. So gut lief es eben im ersten Durchgang noch nicht. Keine nennenswerte Möglichkeit, weil Osnabrück das auch gut verteidigte. Springen wir dann in den zweiten Durchgang und auch da hatte Osnabrück alles unter Kontrolle. Benjamin Gürt macht den Ball hier gut fest. Taffer Zofer im Zusammenspiel mit Benjamin Gürt und der sieht zwar gar nicht so ungefährlich aus, weil er doch recht leicht und weich geschossen war, aber den hätte er fast rechts reingestreichelt. Was war mit 1860 München los? Sie kam zu spät, beziehungsweise sie kam zwar, aber zu selten und dann auch zu spät. Erst im zweiten Durchgang wachten sie auf. Die Möglichkeit hier von Philipp Steinhardt war dann tatsächlich das Beste, was man von 1860 München sehen konnte. Osnabrück muss man das Kompliment machen, super verteidigt zu haben. Und so gewinnen sie wieder mit 1:0, haben damit die 47-Punkte-Marke geknackt. 1860 München verliert hochverdient mit 0:1 an der Grünwalder Straße gegen den Tabellenführer aus Osnabrück. Sonnenhof Groß-Asbach konnte mit 1:0 in Führung gehen durch Kai Brünker in der 8. Spielminute gegen die Sportfreunde Lotte. Die blauen Gäste heute nicht so gut aufgelegt in der Mechatronik Arena. Gingen sie hier dann erstmal durch einen schönen Treffer in Rückstand und Kai Brünker konnte in der 26. Spielminute auch das 2:0 erzielen. Das war tatsächlich auch das Ende des Liedes. Es blieb beim 2:0. Groß-Asbach kann mal wieder gewinnen und zwar zu 0. Geht am Ende auf jeden Fall auch in Ordnung. Sie waren die schlichtweg bessere Mannschaft. Ostduell im Erdgas-Sportpark. Der Hallische FC hatte den FC Carl Zeiss Jena zu Gast. Jena spielte am Ende 0:0 gegen Münster und Halle konnte durch einen späten Treffer gegen Fortuna Köln siegreich von dannen ziehen. Die erste Möglichkeit hier gehörte aber den Gästen. Wolfram in der 12. Spielminute mit einem tollen Schuss aus knapp 17 Metern. Der zieht aber haarscharf am Pfosten vorbei und so eben nicht die Führung für die in blau gekleideten Gäste. Keine halbe Stunde gespielt und wieder der FC Carl Zeiss Jena. Diesmal musste Kai Eisele dann auch mal eingreifen. Schöne Parade, muss im kurzen Eck auch da sein. Trotzdem, das war ein sehenswerter Schuss, der auch auf jeden Fall hier, sehen wir es, gepasst hätte. Jena war aber die deutlich bessere Mannschaft im ersten Durchgang, auch wenn dann der Hallische FC auch mal aufwachte. Pascal Sohm, der Siegertorschütze, ist es hier, aber scheitert an Korskor in der 33. Spielminute. Ist der jetzt auch mal im kurzen Eck zur Stelle? Und hielt damit das 0:0 zur Pause fest. Dann wieder Carl Zeiss Jena stärker. Eckert hat den Ball, wird nicht richtig angegriffen. Brückmann ist das Wolframschuss von Lindenhahn, dann aber abgefälscht. Und das Tor wollte noch nicht her. Und Jena stand vom nächsten 0:0. Aber damit befreit man sich nicht unten von Tabellenplatz 17. Dann wieder der Hallische FC. Ja, Tabellendritter mittlerweile, schon im 16er. Schöne Körpertäuschung, schöner Schuss dann von Warshausen. Und da ist dann einfach Pech im Spiel. Warshausen an die Latte oder ans Lattenkreuz wurde nicht belohnt. Ein hatte dann der FC Carl Zeiss Jena nochmal. Eckert ist das. Eckert zu Kübler. Legt nochmal schön auf Wolfram, der auffälligste vom FC Carl Zeiss Jena. In der 85. Spielminute hält Eisele aber dieses 0:0 fest. Geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Keine Tore in einer ausgeglichenen und unterhaltsamen Partie. 1:0 der besseren Sorte, mit dem keine der beiden Mannschaften aber auch so wirklich gut leben kann. Karlsruhe musste noch eine Woche länger darauf warten, wieder spielen zu können und sie hatten Bock. Marvin Pourier in der 25. Spielminute erzielte hier das 1:0 für die Gastgeber, lässt hier Renen keine Chance. Gegen Fortuna Köln war es aber gar nicht so einfach. Thomas Bröker in der 49. Spielminute schlug zurück. Alles hatte damit gerechnet, dass der Ball in die Mitte gelegt wird. Dann ist er ganz frech, zieht den Ball ins kurze Eck. Rosbach verdeckt auch noch ein bisschen die Sicht für Opoff. Aber Karlsruhe konnte wieder in Führung gehen. 74. Spielminute, Burak Şamoğlu nach Flanke von Pourier. Haut das Ding aus, ja, paar Metern über die Linie. Wäre fast noch vorbeigegangen, aber
Den macht er dann im Endeffekt doch ganz sicher. Trotzdem blieb es nicht dabei, denn in der 5. Minute der Nachspielzeit erzielte Benjamin Pintol noch das 2:2. Fortuna Köln entführt hier einen Punkt absolut unverdient aus dem Wildparkstadion. Bitter für Karlsruhe, die den Dreier hier auf jeden Fall verdient gehabt hätten. Aber am Ende des Tages steht ein 2:2. Furchtbar spektakulär war die Partie zwischen Wien Wiesbaden und dem FC Hansa Rostock nicht. Da erzielte Mirnis Pepic in der 60. Spielminute das Tor des Tages per Kopf. Anders konnte es auch nicht gehen als ein Kopfballtor des Sechsers, der nicht unbedingt als Kopfballungeheuer bekannt ist. Der FC Hansa Rostock gewinnt in der Brita Arena, verdient am Ende mit 1:0. Unterhaching musste am Montagabend gegen Aalen auf das Spiel warten. Sie mussten wieder nach Hause reisen. Die erste Möglichkeit führte hier direkt zum ersten Tor, aber für die Gastgeber gegen Energie Cottbus JP Müller in der 4. Spielminute. Sascha Bigalke setzte in der 23. dann noch einen drauf. Keine Chance in der Situation für Aftus Bahic. Und der FC Energie Cottbus, der schon gegen Wien Wiesbaden 3 Tore in der ersten Halbzeit kassierte, so war es auch hier. Mussten sie wieder hinnehmen. Stefan Schimmer mit dem 3:0 in der 28. Und damit war dann wieder fast alles entschieden, auch wenn Energie Cottbus dafür bekannt ist, am Ende des Tages nochmal was nach vorne bringen zu können. Sie kam auch nochmal in der 79. durch Dimitar Rangalov zu einem Treffer, aber es blieb beim 3:1. Unterhaching gewinnt dieses Spiel auf jeden Fall verdient und hätte sich den Gegentreffer auch sparen können. Die Gäste aus Braunschweig gingen durch Stefan Fürstner in der 13. Spielminute am Montagabend gegen den FSV Zwickau in Führung. Schön gegen die Laufrichtung eingeschoben, für Brinkis keine Möglichkeit mehr, den abzuwehren. Und es läuft ja aktuell wirklich bei den Braunschweigern. Es blieb aber nicht bei diesem 1:0, weil Ronny König in der 85. Spielminute einen Geniestreich auf dem Fuß hatte. Er zielte den Ausgleichstreffer per wunderbaren Rechtsschuss-Dropkick oben links rein, aber nicht zu halten für Jasmin Fejsic. Zwickau holt sich noch einen Punkt gegen Eintracht Braunschweig. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Über einen Daumen und ein Abo würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, schönes Wochenende, viel Spaß beim Fußball, bis zum nächsten Video und tschüss.